Hallo und herzlich willkommen in der Kreativwerkstatt. Wir basteln heute Würfel und dazu findet ihr eine Bastelvorlage unten in der Infobox. Die druckt ihr einfach aus und schneidet sie dann aus. Das machen wir jetzt auch. Okay. Während Lotti noch ausschneidet, können wir schon mal falten. Und zwar diese kleinen Ecken, die hier überstehen, können rangefaltet werden und überall, wo so Kanten sind. Und dann sieht es so aus. Und jetzt lässt sich schon erahnen, wie man den Würfel zusammenfaltet. So, und zwar so. Am Ende kommt auf diese ganzen kleinen Kanten Klebe drauf und dann könnt ihr den Würfel zusammenkleben. Aber bevor wir den zusammenkleben, malen wir jetzt noch ein paar Sachen drauf. Vielleicht kennt ihr das schon, es gibt so Geschichtenwürfel. Da sind dann oft, da gibt es dann so 4, 5 Würfel und auf den verschiedenen Seiten sind so verschiedene Sachen. Zum Beispiel Tiere, Umgebung oder Berufe oder so. Und dann würfelt man mit allen Würfeln und hat dann so 4 Bilder oder so, die dann eben oben sind von 4 Würfeln und muss daraus dann eine Geschichte erzählen. Das könnt ihr daraus zum Beispiel machen. Ihr könnt auch einen Sportwürfel machen. Das heißt, auf jede Seite malt ihr eine verschiedene Sachen drauf. Zum Beispiel Kniebeugen und Liegestütz. Oder, wenn ihr das könnt, auch einen Handstand. Und dann könnt ihr mit den Würfeln würfeln. Ihr könnt auch Fotos draufkleben. Letztendlich könnt ihr alles machen, was ihr mögt. Ihr könnt auch ganz einfach so Bilder draufmalen. Dann fange ich schon mal an zu malen. Also, ihr habt jetzt überall eure Bilder drauf gemalt und jetzt klebt ihr die Kanten zusammen. Ihr macht da überall Klebe drauf und dann klebt ihr euren Würfel zusammen. Dabei könnt ihr euch auch gut von euren Eltern helfen lassen, gerade die letzte Seite da rein zu kleben, ist ein bisschen fummelig. Und wieder nicht vergessen, eine Klebeunterlage. Ja. Ihr könnt davon noch 2, 5, 10 andere machen und dann zum Beispiel so Geschichtswürfel machen. Zum Beispiel habe ich jetzt ganz viele Symbole, einen Stift, einen Diamanten, eine Glühbirne, einen Kochtopf. Und Lotti hat einen gemacht mit ganz vielen Orten. Und wenn wir mit den beiden zusammen spielen, können wir würfeln. Und in meiner Geschichte müssen zum Beispiel jetzt ein Wecker und je nachdem, was Lotti dann würfelt, ein Wald drin sein. Und da erzähle ich dann eine Geschichte zu. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr uns Kommentare schreibt und per E-Mail schreibt, was ihr gerne mal machen würdet, wie eure Würfel geworden sind. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Und ganz viel Spaß beim Würfeln. Auf jeden Fall. Dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Tschüss. Bis dann.